Uwe Schattauer, alias Cerebellum, die Stimme der Liebe, ehemals die Stimme des Zorns. Ich melde mich mal nach einer etwas längeren Pause persönlich zu Wort. Meine letzte Folge, eine Frage hätte ich dann noch, liegt schon eine ganze Weile zurück. Mich freut, dass etliche Follower und Abonnenten von mir mich schon angefragt haben, was denn mit meiner Serie ist, ob die nun vorbei ist. Und dass sie wünschen sich doch wieder mal eine Folge meiner Fragestellungen nach frei nach Colombo. Eine Frage hätte ich da noch. Okay, das werde ich auf jeden Fall auch weitermachen. Heute nur mal eine kurze Zwischenmeldung. Was ist so alles passiert? Wir haben den 8. 9. Mai überstanden, friedlich und auch einigermaßen würdevoll in Deutschland. Man hat die russischstämmigen Russlanddeutschen und Russen ihren Feiertag feiern lassen in Berlin und auch woanders. An vielen Gedenkstätten wurden ja Kränze und Blumen niedergelegt für die Opfer des Faschismus. Das war insofern in Ordnung. Auch wenn natürlich die Medienlandschaft und die Bundesregierung sich sehr, sehr, sehr zurückgehalten hat an diesen Tagen, was dramatisch und traurig ist und von einer gewissen sich einschleichenden Geschichtsverleumdung, Vergessenheit, bewussten Geschichtsumschreibung, was davon zeugt, was ich beobachte schon seit Jahren, dass man versucht, die wichtige Rolle der Roten Armee, der Sowjetunion herabzuwürdigen, herunterzuspielen bei der Befreiung vom Faschismus, weil das natürlich nicht ins aktuelle Feindbild vom bösen Russen und Putin passt. Das ist Realpolitik 2023. Ich war am Montag, den 8. Mai, in Bad Dürkheim zu einer Veranstaltung. Kevan Sufi Siyavash hat dort seinen Vortrag gehalten. Ich glaube, der dritte Vortrag war es von ihm vor ausverkauftem Haus. Angst, Essen, Freiheit auf. Sehr gut, kann ich nur jedem empfehlen. Es wird emsig in seinem Umfeld daran gearbeitet, weitere Vorträge zu halten. Köln ist schon ausverkauft und man möchte auf jeden Fall in diesem Jahr noch mehr Veranstaltungen durchführen, aber das hängt von dem Mut der Veranstalter ab. Wir haben das mitbekommen, Mannheim war eigentlich der 8.5. geplant, die Rheingoldhalle, dann wurde so ein Druck auf den Veranstalter ausgeübt, dass dieser kurz vor der Veranstaltung abgesprungen ist und in letzter Sekunde in Bad Dürkheim wurde eine mutige Direktorin, war es glaube ich, eines Hotels gefunden. Wunderbar, die hat das durchgezogen. Respekt an Leute, die Meinungsfreiheit hochhalten. Wenn man überlegt, worum es geht in dem Vortrag von Kevan Sufi Siyavash, ehemals Ken Jebsen. Es geht natürlich um Propaganda, um die Werkzeuge der Propaganda, wie man über Angst Menschen kontrolliert. Ja, wie er auch anfangs seines Vortrags sagt, er verrät die Zaubertricks der Propaganda, die Zaubertricks der Manipulation und damit sollten sich alle Menschen mal beschäftigen und vor allen Dingen als erstes auch wieder die Frage stellen, warum wird das nicht unterrichtet, warum findet das Thema Propaganda, Manipulation gar nicht statt im Schulsystem? Ja, weil das Schulsystem eben auch zum Gesamtsystem passt, weil es dort dafür gemacht ist. Das Schulsystem entspricht der Ideologie des Gesamtsystems. Und da wird man alles daran setzen, keine zweifelnden, hinterfragenden und kritischen Menschen zu erziehen, sondern einfach nur Leute, die das machen, was die Regierung, der Staat für das Beste und Richtige hält, damit das System funktioniert. Die Macht erhalten bleibt. Es ist seit 2000 Jahren das Gleiche, nur sind die Methoden perfider geworden. Die Psychologie
Soziologie, das sind die wichtigen Fächer, das sind die Wissenschaften, mit denen man die Hirne der Menschen erforscht, die Schwächen der Menschen herausgefunden hat, schon seit 200 Jahren mit Experimenten etc. Und das alles wunderbar erläutert mit einer gesunden Prise Humor macht der Kevan Ken Jebsen in seinem Vortrag herrlich. Nach 3 Kilometern Ausfahrt rechts nehmen. Ein sehr ernstes Thema, aber trotzdem das Lachen nicht vergessen hat Ken geschafft. Am Schluss habt ihr auf meinem Video gesehen von der Abschlussrunde mit Musik. Tanzen, Musik, das ist auch eine Methode, eine Art, wie man mit diesen schweren Themen der Psychologie, der Massen, Massenbeeinflussung, Manipulation, Propaganda umgehen kann am Ende. Hat einen herrlichen Abschluss gefunden, gute Laune, es hat Spaß gemacht. Wir waren nachher noch essen in einer kleinen Runde zusammen. Ich habe Michael Ballweg das erste Mal persönlich kennengelernt, auch sehr schön an dem Abend. Er ist wirklich so, wie man ihn von den Kameras, von seinen Statements sieht. Tiefenentspannt, meditieren scheint wirklich zu funktionieren. Er ist ein Beispiel dafür. Großartiger Typ, muss ich sagen. Zutiefst menschlich, sympathisch. Ich saß die ganze Veranstaltung neben ihm. Und auch in der Pause und auch nachher beim Essen haben wir uns ein bisschen länger unterhalten. Ein angenehmer Zeitgenosse, den hat man eben nicht klein gekriegt oder gebrochen in der völlig überzogenen Untersuchungshaft, auch nicht eingeschüchtert. Vorbildlich, muss ich sagen, in seiner Art Michael Ballweg. Und so wie auch Kevan in seinem Vortrag sagt, dass Einstein als Querdenker bezeichnet wurde, noch irgendwen hat er genannt, in seiner Zeit wurde er als Querdenker bezeichnet. Ich denke, dann kann man gerne Querdenker sein, ja? wenn auch ein Einstein so genannt wurde. Ja? Dann kann man quer. Quer heißt nämlich nicht nur in eine Richtung. Quer heißt nicht nur die vorgegebene Richtung, sondern auch mal kreuz und quer denken. So müsste man es eigentlich nennen. Kreuz und quer, nämlich in alle Richtungen. Das ist 360 Grad, wie auch Ken immer sagte. Und das ist okay, Leute. Das ist richtig. Zweifeln, hinterfragen, immer wieder das Gleiche. Aber auch gemeinsam etwas tun. Da muss ich auch Ken loben, meiner Meinung nach eine Weiterentwicklung bei ihm zu erkennen. Nämlich er möchte die Menschen bündeln, die alternativen Medien bündeln, die Macher bündeln. Wir sollen alle miteinander an einem Strang ziehen, damit wir mehr Menschen bewegen, etwas bewegen Richtung Frieden, Aufklärung, gerechtere Gesellschaft. Und da hat er recht, da hat er dazugelernt. Und er hat dann viele Menschen aufgezählt, groß an die Leinwand projiziert, die auch alle kennen aus der Bewegung und gesagt, die müssen sich alle zusammenschließen. Ich war auch dabei, ich fühle mich geehrt, sehr geehrt. Er nannte mich ja auch als Druzhba-Friedensfahrer nach Russland über Jahre, die ich mich einsetze für Frieden, Freundschaft, Zusammenarbeit mit Russland, jetzt auch mit Weißrussland. Er war ja auch mit uns in Weißrussland. Also er möchte das Miteinander. Da war auch noch in Bad Dürkheim jemand, der hat mir eine Zeitschrift in die Hand gegeben, die heißt Miteinander. Müsst ihr mal googeln. Neues Format einer Zeitung Miteinander. In meinem Song, Paragraph 117 aus dem Jahr 2003, schrieb ich den Text gegeneinander, übereinander, voneinander, zueinander, aneinander, aufeinander, ineinander, übereinander. Warum nicht einfach Miteinander? Wir sind reif für die Klapse, hieß das Lied. Paragraph 117, meine Band damals, gibt es auch bei YouTube, Klapse. Schaut mal, Yasinne hat mir da das Video geschenkt. Ein ewig aktuelles Lied, warum nicht einfach miteinander? Hat meine Großmutter auch immer gepredigt. Die ist 1912 geboren, 2004 gestorben mit 92. Hat immer gesagt, wir müssen miteinander Lösungen finden, nicht gegeneinander agieren. Ja, und so sieht's aus. Genau so sieht es aus. Das müssen wir. Das ist die einzige Möglichkeit. Tja, das wollte ich nur mal kurz als Rückmeldung geben. War eine tolle Veranstaltung. Also wer die Möglichkeit hat, die Eintrittskarten sind auch bezahlbar. Ich glaube 25 Euro für gute 2,5 Stunden von Kevan. Also
das kann man mal ohne Probleme bezahlen, um den Mann zu unterstützen, der einer der ersten war mit KenFM, der wirklich sehr viele Menschen nach Yasinna, also gleichzeitig mit Yasinna war er unterwegs, aber dann noch bei Fritz Radio. Yasinna war ja auch eine der ersten mit ihren tollen Aufklärungsvideos. Willkommen in Absurdistan. Und da lief, glaube ich, auch mein Lied Wir sind reif für die Klapse. Das erste Mal habe ich das da gesehen, 2011 oder 10 oder so. Da habe ich das gefunden in dem Video von Yasinna. Ja, die Zeit vergeht, Freunde der Nacht. Weiter geht's. Also es gibt neue Folgen. Eine Frage hätte ich da noch. Da machen wir natürlich weiter. Eine neue Fahrt ist auch angedacht in Richtung Weißrussland. Zum 22. Juni rum fährt eine Gruppe. Und ja, wir machen einfach immer weiter für Völkerverständigung, Frieden. Eine gerechte, wahrhaftige Welt für die Freiheit von Julian Assange machen wir weiter. Für die Aufarbeitung der Corona-Zeit, dafür müssen wir auch weitermachen, dass man das nicht einfach wieder so begräbt, wie schon die 33er-Zeit, die ja einfach totgeschwiegen wurde danach. Das ist auch eine Eigenschaft oder eine Art der Deutschen mit ihren großen Fehlern umzugehen, ist, dass sie einfach totschweigen, nachdem sie begangen wurden. Siehe Entnazifizierung, großes Thema in Deutschland. Ja, der Persilschein wurde sich geholt und damit waren sie alle reingewaschen, die Mitläufer, Mitmacher, Nazi-Freunde nach dem Krieg durften weiter in ihren Posten verbleiben, in Regierungen, in den Gerichten, in den Schulen, in den Ämtern. Überall fand man sie mit einem Persilschein reingewaschen. Nie fand eine wirkliche Aufarbeitung in Deutschland statt der Nazi-Verbrechen. Und das Gleiche passiert jetzt wieder mit den Corona-Regierungsmaßnahmen. Es finden keine wahrhaften Aufarbeitungen der Fehler der Regierung statt. Und dass auch irgendwelche Konsequenzen da sind. Da sollte man auch mal fragen, was das eigentlich für eine Art ist, wenn man Menschen an die Macht setzt, Regierungen bilden lässt mit wichtigen, wesentlichen Entscheidungen auf das Leben einer Bevölkerung. Und die haben keinerlei, diese Leute, Verantwortung. Also sie haben die Verantwortung, aber sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn sie versagen, wenn sie totale Fehler begehen. Es ist quasi, als wenn ich Unternehmer wäre mit meiner Firma und lauter Fusch machen würde. Alle Balkone, Terrassen, Treppen, die ich mache, ist mir doch egal, was in 2-3 Jahren wird. Mein Wahlversprechen ist dann mein Verkaufsversprechen. Ich mache Ihnen das ganz toll mit einer super Gewährleistung und Sie werden zufrieden sein. Und dann ist es getan und alles bricht zusammen, geht kaputt. Die Leute sehen, das stimmt doch gar nicht, was er uns versprochen hat. Das macht er nicht. Nirgends in der freien Wirtschaft darf man so agieren und dann hätte ich Konsequenzen und ich würde dann auch insolvent gehen oder irgendwann würde keiner mehr Aufträge von mir wollen. Es wären Konsequenzen da. In der Politik darf man tun und lassen, was man will. Es ist Wahnsinn eigentlich, auf was wir uns hier einlassen. Ne? Da geben alle ihre Stimme wirklich ab. Die Stimme gibt man dann ab, weg. Man hat sie ja dann 4 Jahre nicht mehr, nachdem man sie abgegeben hat. Das ist die Wahl. Und dann wird mit deiner Stimme, die wird missbraucht, deine Stimme, missbraucht zu jetzt Waffen, Aufrüstungskampagnen von einer Partei, die vorher gesagt hat, keine Waffen in Kriegsgebiete. Es ist ein Hohn. Man kann immer alles gebetsmühlenartig wiederholen, muss es auch wiederholen, weil uns ja auch die Lügen eingetrichtert werden über den Mainstream. Immer wieder, immer. Man muss eine Lüge nur oft genug wiederholen, dann wird sie zur Wahrheit. Das sagte schon jemand sehr Bekanntes kurz nach 33. Und damit hat er leider recht. Beschäftigt euch mit Propaganda, Manipulation, mit den Werkzeugen der Propaganda und besucht dann eben auch diesen Vortrag Angst essen, Freiheit auf von Kevan Sufi Siavash, ehemals Ken Jebsen. Das war heute meine kleine Rückmeldung. Beim nächsten Mal gibt's dann eine Folge, die heißt eine Frage hätte ich da noch. Bleibt gesund und munter und trotz allem optimistisch. Druspat.